Schön, dass es mit dir relativ viel sehen kann. Ja. Naja, fast. Hat seinen Gewinn ein. Jetzt nochmal 4% auf 1 Kilometer, das geht auch. Ganz viele Wummus, die stehen wahrscheinlich, weil sie noch nicht wieder runter dürfen. Ah, ja, klar. Ist das doch. Wir dürfen aber jetzt hier vor ein bisschen laufen. Ne? Jetzt sind wir jetzt 11, jetzt Viertel nach. Wir haben, glaube ich, 1,5 Stunden jetzt hier oben. Okay. Bevor wir wieder runter dürfen. Halbe Stunde Puffer dazwischen. Erstaunlicherweise dürfen die Motorradfahrer aber fahren. Ja, wie gesagt, PKWs habe ich auch gesehen. Tja. Vielleicht ist er auch wieder runtergefahren, das kann natürlich nicht sein. Dass er gewendet. Ja, dass er gewendet hat. Ja, These. Ja. Falsifiziert. Alles gut. Ja, es ist. Also, dass der hochfährt und dann wieder runterfährt, weil kein Bock hat, die 1,5 Stunden zu warten. Steht jede Menge Bobos. Ja, rein muss doch mal rein. Ich weiß schon, warum ich immer gerne selber fahre auf diesen Strecken. Da fährt schon ein Bobo. Ich würde schon das Selbstschutz nicht gerne tun. Wir fahren nicht nach Salerno. Wir fahren nach Lala. Das ist nämlich. So.
ist nämlich die Schütze-Hütchen-Strecke. Da kommt was. Ja. Also können. Bis ab, siehst du hier, von 12 bis 12.45 Uhr. Das ist hier verboten, aber hier ist kein Parkplatz. Das ist blöd. Sollte es aus dem Gegenverkehr raus? Ja, ich. Runterfahren. Ja, ich verstehe. Verstehe schon. Warte mal, da unten sind Parkplätze. Ah, wir stehen scheiße. Ich weiß. Ich will aber auch nicht nach Salea runter. Das ist scheiße. Wir auf einen von den Parkplätzen fahren müssen. Rasen ja jetzt hier nicht alle hoch, die sind alle genauso vorsichtig wie wir. Da haben wir jetzt hier. Hier steht's. Ah, so. So, jetzt hier Parking. Schrecklich Schütze jetzt im Schreck. Das war relativ voll. Ja, ein paar Autos. Also hier ist für Busse, aber das ist vielleicht. Ich stelle mich hier jetzt. Ich weiß nicht, Busse jetzt gerade hier hochfahren. Vor allem das Schöne ist, dass ich hier auch nicht wegrollen kann.